Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute wird alles anders. Warum ich Handschuhe anhab? Ja, es geht heute ein bisschen um Pantomime, nicht? Wir kümmern uns heute nämlich um die 10 Perfect Matches, meine Prediction für Are You The One? Und dazu habe ich mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Wir sind in ein weit entferntes Land gereist, keine Sorge, kein Hochrisikogebiet, alles so auf Nummer sicher, aber dort in einem Bunker war die Datenbank zu finden, die 10 Perfect Matches von Are You The One 2021-2022 zeigt. Diese Datenbank konnten wir knacken, mit Hilfe von euch. Ein paar von euch haben mir ihre Ergebnisse geschrieben, ich habe das abgeglichen und ja, wir haben jetzt ein Ergebnis. Das gibt's heute in diesem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, bleibt dran. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt den Link in der Infobox, da kommt ihr direkt zu RTL Plus. Los geht's. Ich wacke schon wieder hin und her, ich muss mich beruhigen. Aber wir sind hier auch in einem zukunftsträchtigen Ort mit ganz, ganz viel digitaler Schwingung. Deswegen wackele ich so, um mich da kurz mal zu entschuldigen. Also, zuallererst ist es ja mal wichtig, wo stehen wir gerade? Wir sind bei Folge 14. Das bedeutet, wir hatten schon 7 Matchbox-Entscheidungen plus 7 Matching Nights. Was für Informationen konnten wir bei den Matchbox-Entscheidungen ablesen? Bei der Matchbox Nummer 1 in Folge 2 hatten wir Mike und Jessica in der Matchbox. No Match. In Folge 4 hat man dann Leon und Monami in die Matchbox geschickt, warum auch immer. Eigentlich hätte man wissen können, dass das kein Match ergibt und auch die Matchbox-Entscheidung hat das bestätigt. No Match. In Folge 6 waren es dann André und Raffaela. Hätte sein können, war es aber nicht. Auch hier hieß es am Ende des Tages No Match. Bei der 4. Matchbox-Entscheidung in Folge 8 wurde es interessant. Dana und William. Ja, aber der gute Nino hat diese Matchbox-Entscheidung verkauft. Warum hat die Produktion hier 50.000 in den Topf geworfen? Ganz klar, um sie zu verunsichern, denn sie waren ja so auf dem Trichter, dass Dana und William auf jeden Fall ein Perfect Match sind. In Folge 10 kam es zur 5. Matchbox und da standen Monami und Nino vor dem Computer. Und auch hier hieß es am Ende des Tages No Match. Weiter ging es in Folge 12 mit der Matchbox-Entscheidung Nummer 6 und ja, da hatten wir ein sehr, sehr weirdes Paar stehen, Jessica und Max. No Match, nicht überraschend. Kommen wir zur aktuellen Folge, da hatten wir Marius und seine Zaira in der Matchbox und yes sir, Perfect Match Nummer 1. Für uns sehr, sehr wichtig und ja, auch der Grund, warum ich jetzt dieses Video machen kann, denn tatsächlich habe ich nach der letzten Doppelfolge schon mal versucht, das zu lösen, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. Jetzt hat es geklappt. Mit diesem Hintergrundwissen und den 7 Matching Nights und den entsprechenden Lichtern, die angegangen sind, können wir nun ein Ergebnis bestimmen. Ich werde es wie beim letzten Mal am Ende einen Reiter einblenden mit der Schablone von meinen 10 Perfect Matches. Da könnt ihr das Ganze nochmal kontrollieren, ob das denn bisher stimmt, ja oder nein. Oder ob ihr denkt, ihr habt noch eine andere Lösung. Wie gesagt, die Datenbank sagt es aber. Also, fangen wir mal an mit Perfect Match Nummer 1. Und ja, das ist uns ja schon bekannt. Wir haben hier Zaira und Marius. Ehrlich gesagt, ja, die sehen sehr, sehr süß zusammen aus. Das kann man schon sagen. Also optisch ein Hingucker. Ob das jetzt charakterlich passt, Lord knows, weil Zaira stand ja eigentlich eher auf Dustin und sie fand den ganz cool, den Marius. Aber jetzt mehr auch nicht. Kommen wir zu Perfect Match Nummer 2. Jolina und Mike. Ja, optisch passen die auch ganz gut zusammen. Hier muss man sagen, die saßen eigentlich von Anfang an schon zusammen. Und Jolina hat es beim letzten Mal eh schon gesagt. Ja, in den ersten Matching Nights gingen nie so viele Lichter an und vielleicht waren wir die Konstante. Und ja, damit hat sie recht. Sie waren die Konstante. Auch sehr, sehr wichtig für meine Berechnung. Sie saßen von Anfang an dabei. Und es muss einfach so sein, dass die beiden ein Perfect Match sind. Denn sie passen ja doch irgendwie zusammen. Und sie haben ja von Anfang an ein Feeling dafür gehabt, dass man einfach sich gut austauschen kann, was vielleicht Richtung Freundschaft gehen würde. Aber wie gesagt, Optik ist hier bei Are You The One nicht das entscheidende Merkmal, sondern die inneren Werte. Und beide haben sehr, sehr viel gemeinsam, muss man einfach sagen. Und ich bin sehr gespannt, was die Psychologin am Ende des Tages sagen wird. Beide haben Berufe. Jetzt muss ich sagen, okay, das ist eindeutig. Wie auch immer, egal. Perfect Match Nummer 3 sind Kerstin und Tim.
Ja, überraschend vielleicht, aber vielleicht auch nicht, denn Kerstin stand ja schon sehr, sehr hart auf Timmy Boy, aber Timmy Boy hat gemerkt, nee, eigentlich irgendwie passt das nicht so ganz. Aber für unsere Berechnung sind sie Perfect Match Nummer 3. Vielleicht sieht es Tim anders, aber ey, wir schlagen uns hier auf Kerstins Seite und beide haben Berufe. Weiter geht's mit Nummer 4 und das mag für den einen oder anderen ein Schock sein. Also, relaxt ein bisschen, versucht mal ein bisschen runterzukommen, denn wir haben hier Mon Ami und My Man Max. Jetzt sagt ihr so, hä? Naja, wie kann man das vielleicht deuten? Beide sind ein bisschen ruhiger. Ich meine, Mon Ami ist bekannt dafür zu sagen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ja, Max ist ein cooler Typ, ein bisschen zurückgezogen. Für meine Berechnung sind sie auf jeden Fall Perfect Match Nummer 4. Get over it. Weiter geht's mit Perfect Match Nummer 5 und das ist eben Marie, die auch beim Toilettengang von Are You The One gefilmt wird mit dem Plops. Ihr Perfect Match ist Dustin. Mag auch ein kleiner Schock sein, aber Leute, wir sind hier in einem weit entfernten Land und ich werde nicht müde, das zu sagen, wir haben die Datenbank gesprengt, wir haben uns da reingehackt, fragt meine Kollegen, die haben extra Programme geschrieben, um das nochmal hier zu bestätigen und es wurde bestätigt. Also, Marie und Dustin, Perfect Match Nummer 5. Weiter geht's mit Nummer 6 und ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Jessica und Leon. Ja, sie wussten es irgendwie und tatsächlich, wir wussten es irgendwie auch, die passen schon ganz gut zusammen. Die sind beide so ein bisschen hinter und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Beide so auf dem gleichen Level, muss man sagen. Und tatsächlich auch unser Perfect Match Nummer 6. Weiter geht's mit der russischen Latina Dana und Nino. Sie haben es auch irgendwann gemerkt, dass da vielleicht was gehen könnte. Und ja, am Ende hat es gereicht für Perfect Match Nummer 7. Nummer 8 kommt wie Kai aus der Kiste, denn wir haben auf der einen Seite Isabelle. Und ja, sie matcht perfekt. Vielleicht nicht optisch, vielleicht auch nicht charakterlich. Aber sie matcht perfekt mit André. Ja, okay, wie viel Hate kommt hier in die Kommentare? Aber ja, es könnte sein und rein rechnerisch müsste das so sein. Wird auch bestätigt, wenn ihr am Ende die Schablone von den 10 Perfect Matches über die bisherigen Matching Nights legt. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Doppelfolge, auf die nächste Matchbox-Entscheidung und vor allem dann natürlich auch auf die Matching Night, ob diese Perfect Matches weiter passen. Aber hey, muss ja, ne? Muss ja. Weiter geht's mit Perfect Match Nummer 9 und auch das wird uns alle wieder so ein bisschen befriedigen, denn wir haben hier Raffaela and wait for it, William. Die haben es gewusst, die Frau seines Lebens, also nicht für ihn, sondern für irgendjemand anders, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, die beiden sind ein Perfect Match und ja, das passt auch ganz gut, das haben die selbst gemerkt. Die können gut miteinander kommunizieren, kommen gut aus, haben die gleichen Ansichten und ja, it's a match. Last but not least, ja, auch überraschend irgendwie, aber irgendwie auch nicht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und es sacken lässt. Denn Perfect Match Nummer 10, Estelle mit, you name it, Jordi, der Typ, der eigentlich den ganzen Tag chillt und das Leben genießt, als wäre das hier Urlaub und kein Spiel, wo es um eine Menge Cash geht. Wie auch immer, das waren meine 10 Perfect Matches. Desiree ist erstmal out and about und spielt hier keine Rolle. Die kann man am Ende irgendwo noch dazusetzen und dann ist auch gut. So, bevor das Video endet, wie versprochen, die heilige Schablone mit meinen 10 Perfect Matches und die Abbildung der vorherigen 7 Matching Nights. Wenn ihr einen Fehler findet, schreibt ihn nicht drunter, behaltet den gerne für euch. Nein, macht das gerne. Ich glaube, diesmal gibt es keine Fehler. Vielleicht habe ich Namen falsch geschrieben, aber hey, nicht so kleinlich. Es geht hier um diese 10 Perfect Matches und meiner Meinung nach sind sie es. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir gehen alle d'accord. Wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Channel. Ich kann nur noch sagen, ciao. Bye bye, Bussi, passt auf euch auf, gute Besserung und die digitalen Schwingungen, Leute. Puh. Und ein bisschen Pantomime. Okay, ciao.